willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier ist wieder eure Diana. Ja, in diesem Video geht es wieder mal um ein Erkrankungsbild und das ist die Schuppenflechte. Ein Erkrankungsbild, was ich häufig habe hier in der Praxis, was ja, sich häufig vorstellt, Männer wie Frauen. Und das kann man naturheilkundlich machen und da möchte ich mit euch heute mal hinsehen. Ja, Schuppenflechte. Wenn man in die Lehrbücher guckt, der Medizin, gibt es nicht wirklich eine Erklärung darüber. Ja, häufig findet man idiopathisch. Idiopathisch heißt immer, weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja? Schuppenflechte. Man weiß, dass sie Beteiligung haben kann mit Haaren, Beteiligung mit Gelenken und so weiter. Ja, findet sich hier auch, aber Ursache, keine Ahnung. Das ist immer sehr spannend für Therapeuten. Keine Ahnung. Was ich gerne mache hier in der Praxis, heißt, ich gehe dann grundregulativ ran. Grundregulativ bedeutet, ich gucke mir an, was ist gewesen. Erstmal gucke ich mir an, wo steht der Patient überhaupt. Gerade mit seinen ganzen Erfahrungen, die er mit Onkel Doktor gemacht hat. Was heißt, was hat der Arzt gesagt zu dem Thema, welche Untersuchungen sind gelaufen. Ich gucke mir das persönlich immer gerne an, auch Blutbilder. Meistens haben die Patienten Salben an Bord, fragen mich auch im Vorfeld schon, darf ich die weiternehmen? Ja, bei mir darf man das, das ist kein Problem, denn wenn man grundregulativ rangeht zu arbeiten, geht das nicht so schnell. Das heißt, ich baue Organe auf, klingt toll, nicht? Ich stabilisiere die, ich greife da pflanzlich rein, wenn Organe nicht richtig laufen, der Darm beispielsweise nicht in Ordnung ist, weil es Medikamente gab oder und der Darm und die Leber ein Problem haben oder die Niere oder. Ich gucke mir also erst die Organsysteme an, finde ich Verursacher, naturheilkundig gesehen. Naturheilkundig, es steht nicht der Medizin gegenüber, sondern ist eine Ergänzung. Die Medizin ist ja häufig eher Pharmakologie heute. So muss man es sehen. Der Medizin von früher, der hat auch gesagt, iss mal anders oder mach mal einen Quarkwickel oder sonst wie. Das passiert ja heute nicht mehr. Heute ist Medizin fast gleichzusetzen, wenn es nicht gerade ein Chirurg ist mit Pharmakologie. So, und insofern kann man das schon verbinden. Das ist erstmal eben in Ordnung. Bei mir in der Praxis jedenfalls. So, und dann gucke ich mir an, wo gibt es Verursacher, mögliche Verursacher. Und mögliche Verursacher sind immer Darm, Leber, Niere, wie auch, ja, Psyche, die Psyche, denn es ist ja im Grunde genommen das Immunsystem in der Haut, was reagiert. Die Haut reagiert entzündlich. Warum haben wir Entzündungen im Körper? Die Frage müssen wir uns stellen. Und da hilft es wenig, und ihr wisst, ich bin Chemikerin, wenn man reingeht und jetzt Schuppenflechte bei Wikipedia durchliest und sonst wie. Und dann wurde wieder hier ein Rezeptor auf der Zelle gefunden und da ein Nobelpreis und alles toll. Es hilft aber dem Patienten überhaupt nicht. Es hilft nicht. Je tiefer wir in die Materie gucken, umso weniger sehen wir häufig den Wald vor lauter Bäumen. Schwierig. Also, was heißt das? Wenn ihr ein Problem habt, ein gesundheitliches, das muss nicht die Schuppenflechte sein, stellt euch die Frage, wo steht ihr gerade in eurem Leben? Wie esst ihr? Wie trinkt ihr? Wie denkt ihr? Wie schlaft ihr? Wie viel Stress habt ihr? Mit der Arbeit, mit Kollegen, mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten? Dann ist im Grunde genommen alles gesagt. So einfach ist es. So einfach ist es. Wir Therapeuten, unser Gesellschaftssystem, sagt immer, Schublade, Schuppenflechte, Aufzug, Schublade Krebs, Schublade MS, Schublade, 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 Schublade. Ja, gedehntes Ja, weil wir das besser kategorisieren können, besser greifen können, das ist auch alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der es gewohnt ist, sehr tief in die Materie reinzugucken. Das ist aber nicht wirklich immer die Lösung. Sondern manchmal ist es wirklich die Lösung, sich abzuheben von dem ganzen System, sich von außen zu betrachten und sich anzugucken und sagen, so,
Wie hat sich die ganze Kiste eigentlich aufgebaut? Gab es mal Infekte? Gab es dann Medikamente? Gab es einen Unfall? Gab es dann Medikamente? Habe ich eine Trennung hinter mir? Wie hat sich das aufgebaut? Und die Haut ist auch immer, und das wisst ihr, der Spiegel der Seele. Der Spiegel der Psyche. Das muss nicht immer so sein. Aber wenn ihr wisst, im Grunde genommen, dass die Haut entzündet reagiert und letztendlich da drinne Zellen reagieren, dann habt ihr die Schnittmenge zwischen der Psyche, dann habt ihr das Organ Haut und in der Mitte entzündet sich was. Und im Grunde genommen ist es sehr viel schwieriger nicht. Und insofern ist das der erste Schritt, wenn ihr betroffen seid, den ihr gehen könnt und wo ihr hingucken könnt. Und ihr müsst ehrlich sein mit euch. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Das heißt, loszulaufen und ihr könnt euch Vitamin D holen. Ihr könnt euch homöopathische Mittel holen. Das könnt ihr alles machen. Meistens klappt das aber nicht, weil ihr an einer falschen Stelle anfangt. Die haben alle ihre Berechtigung. Aber meistens thront noch irgendein Problem drüber und ist sehr dominant. Und dann könnt ihr Vitamin D nehmen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es wird nichts helfen. Ja? Erst wenn ihr anfangt, einen Komplex ganzheitlich zu begreifen. So hatte ich letzt einen Patienten hinten in der Praxis bei mir sitzen, mit Schuppenflechte. War auch gut sortiert darüber, dass er psychisch einfach ganz viel los war. Aber dann habe ich gefragt, wie denn seine Ernährung ist. Ja, und sie spielt mit rein. Oh ja, wenn wir uns über Leber und über Darm unterhalten und über eventuelle Medikamente, spielen auch die Ernährung mit rein. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber es ist so. Und er war so empört, dass ich gefragt habe, wie denn seine Ernährung ist. Das konnte er gar nicht nachvollziehen. Und ich wollte ihm ja gar nicht seine Schnitzel wegnehmen, aber der beispielsweise ganz einfache Sachverhalt, dass gerade Schweinefleisch nun mal Fettsäuren enthält, die Entzündungen begünstigen im Stoffwechsel, egal, an der Haut, an Gelenken, egal. Dann ist so ein Schnitzel so betrachtet oder der Schweinebraten echt kontraproduktiv. Das heißt, ich muss die Frage nach der Ernährung stellen. Tue ich das nicht, ist das fahrlässig und bescheuert von mir als Therapeut. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und er war so empört, er ist auch nicht wiedergekommen. Er war damit durch. Er muss seine Erfahrung noch machen. Er muss seine Erfahrung dann eben noch machen. Schade immer. Echt schade. Aber gut, ihr könnt viele Wege gehen. Aber gut ist, wenn ihr es wirklich ganzheitlich begreift. Und ganzheitlich, ich weiß nicht, ob ihr das alleine schafft. Wahrscheinlich müsst ihr den Therapeuten euch zur Hilfe holen, der euch das wirklich aufdröselt in der Ganzheit. Sobald ihr einen Aspekt rauslasst, wenn ihr für euch wisst, ah, da war das und da war das und das war einfach viel, dann habt ihr schon einen Ansatzpunkt. Wenn ihr einen Aspekt rauslasst, kann es manches Mal sein, dass die Therapie einfach ins Leere läuft. Und das heißt, ihr habt dann beispielsweise schon dies und das und jenes versucht, es hat nicht funktioniert, dann ist dann häufig gerne der Therapeut, der Heilpraktiker oder die Naturheilkunde blöd. Nee, so funktioniert das nicht. Der Mensch ist einfach sehr komplex und da wird in der Regel nicht hingeguckt. Und gerade bei so Geschichten wie Neurodermitis, Schuppenflechte, ja, da muss man schon mal ein bisschen breiter rangehen. Also in diesem Sinne, die Organe, die häufig beteiligt sind, sind Darm, Leber, also Ausscheidungsorgane. Ja. Ihr habt immer eine Entzündung irgendwo im System. Warum reagiert das so entzündlich? Und es kann eben auch die Psyche das Ganze anschieben, wie auch die Ernährung. Damit ist der Knoten perfekt. Und damit könnt ihr fast selber schon anfangen. Und ansonsten müsst ihr euch eben Hilfe holen, aber guckt ganzheitlich drauf. In diesem Sinne, macht euch auf den Weg. Alles Liebe, eure Diana.